Hallo, na? Was soll das denn? OBS, zeig mir mal den Chat. Danke. Weißt du schnell mit dem Stream starten? Weil OBS hat gerade ein paar Ladeprobleme. Und Gothic ist gecrashed. Willkommen zurück. Danke, danke. Ich brauche meinen Chat gar nicht. Ich habe ja hier... Okay, ich habe meinen Chat. Habe ja meinen TTS, meinen Stefan. Der Bescheid sagt, was meine Lieblingszuschauer mir erzählen. So, wie in der Live-Nachricht steht, ich werde erst schlafen, wenn das Spiel vorbei ist. Also heute wird durchgezogen, heute wird es zu Ende gemacht. Und wenn ich bis morgen um 6 hier sitze, wie damals in Gothic 1. Ich muss noch ein Spiel ändern. Nichts zu holen. So, räumen wir mal noch die restlichen Exis hier weg. Ich habe gar nicht geguckt, ob meine Speicher... Wow, ist leck! Mein PC ist einfach zu schlecht für dieses krasse Spiel. Okay. Das machen wir mal nochmal. Ja, das ist eine weitaus schnellere Speicherzeit, als ich vorher hatte. Oh, aber was ist gerade mit den Lags los? Okay, Moment, das lade ich eben mal neu. PC einfach am Sterben. Hat den Restart nicht verkraftet. Ich kann sie an der Säule ein bisschen abschütteln. Ja, der reagiert zwar nicht auf meine Zuschlag-Inputs. Okay, das lief besser. 1, 2, 3, müssten 5 sein, glaube ich. 4. 5. Was für ein bedrückendes Grummeln im Hintergrund. Was sind denn das für zwei Tränke? Maximale Lebensenergie. Ja, weg damit. Und Elixier des Geistes, keine Ahnung, wo ich die her habe. Aber Rinnen in den Kopf. Ja, die Karte hilft mir hier nicht viel. Oh, noch 14 Lebenspunkte für die 1000 Lebenspunkte. Und Stufe 50 stand ja auch bald an. Habe ich ja auch geschafft zu erreichen, glaube ich. Hatte ich zu dem Zeitpunkt ja schon mit Pedro gesprochen? Das ist ein älterer Safe, das bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, weil ich stand beim Laden in der Nähe von Pedro. Dann schon was los. Wie viele Schwerter das jetzt sind. Nichts zu holen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das sind sie. Ich glaube, das war alles. Ah, genau, da ist da vorne ein Kreis aus Truhen. Ein alter Brief? Hä? Habe ich den beim letzten Mal auch schon gefunden? Lag der beim letzten Mal auch schon hier? Das ist... Ui! Nicht der richtige.
Letzte Warnung. Es ist mir völlig egal, ob ihr die Brücke von der anderen Seite überqueren könnt oder nicht. Wenn es nach mir ginge, würdet ihr sowieso alle in der Hölle schmoren. Ich werde die Brücke eingezogen lassen, solange ich mich in meiner Residenz befinde. Wenn ich noch einmal jemanden erwische, dass er mit Pfeil und Bogen auf die Schalter schießt, um herüberzukommen, dann werde ich den Schützen eigentlich am nächten Baum aufhängen. Ach, toll. The fuck? Ob ich auch Armbrust verwenden kann statt Pfeil und Bogen? Hat der Ort ja eigentlich Musik oder ist die kaputt? Weil dass die Leute jetzt zivilisiert genug sind, um Briefe zu schreiben. Sich gegenseitig Namen zu geben. Ich glaube ja nicht, dass der das Archol einer der Echsen hier sein wird. Und der Drache sieht jetzt auch ein bisschen mehr chill aus. Beim letzten Mal kam er ja schon direkt angewobbelt und wollte angreifen. Nichts zu holen. Ja, ich glaube, das Auge Innos funktioniert. Tropf, Tropf, Tropf. Ich glaube, ihre Decke ist nicht dicht. Ach, Bogen und Pfeile. Als ob man hier irgendwo auf einem Schalter mit Bogen und Pfeil und Bogen schießen müsste. In unabgeschlossenen Kisten für Leute, die nicht Bogenschießen, die nicht Schlösser knacken geskillt haben. Für Leute, die Schlösser knacken geskillt haben, aber keine Dietriche mehr haben, ist da ein Fisch, in dem Dietriche drin sind. War doch einer, ne? So ein leichter Fisch mit Dietrichen drin. Ein Hering, den habe ich einfach gegessen. Ich hoffe, der ist nicht wichtig. Oh, Sterblicher, bring mir einen Hering, dann lass ich dich durch. Bleib stehen, Mensch. Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. Ja. So? Wem nennst du ja Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Doch der Held hier mit seinen Dasses. Dass du unsere gesamte Nachkommenschaft vernichtet hast, war dir wohl nicht genug. Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen den Feuerdrachen. Und dafür wirst du bezahlen. Wie viel Euro? Den Rest eurer widerlichen Brut werde ich mir auch noch vornehmen. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch, aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Ich dachte, ich rede erst mal mit dem. Oh, aber ich kann ihm Schaden machen. Und zwar nicht zu knapp. Der cheatet doch. Der cheatet doch. Vielleicht heile ich mich. Auch wenn das Heilen ja nicht viel zu bringen scheint, weil er mich einfach durch den Boden ballert. Das ist doch schon kein Problem, wenn ich hier an deine Kiste gehe. Ach, 38 Gold. Geile Kiste, mein Freund. Ist das dein Drachenschatz? Vielleicht braucht man tatsächlich Pfeil und Bogen. Was ein lächerlicher Bogen. Oh.
Wow. Grafik stürzt ein bisschen ab. Ich dachte, man müsste dadurch diese Fenster durchschießen. Gut, dann reden wir mal mit dem da. Bleib stehen. So? Ja, du. Mach du. Nein, nicht springen. Boah, was ein Scheiße. Na. Mist. Bleib stehen. So? Dass du hast. Mach nicht. Du hast. Du hast. Du hast. Du. Du hast. Nein! Dass das beim Testen niemand bemerkt hat und gefixt hat? Nein! Komm, das ist schaffbar. Du hast mich gefragt. Genau. Und ich habe Nein gesagt oder so. Bleib so, du. Den mach nicht so ein Witz. Du hast es. Haha, sei ich doch schaffbar. Mal daran shoppen, noch ein Herz. Ob ich jetzt wieder aufladen gehen sollte? Mach ich, wenn ich den nächsten Tag an. Oh, die Brücke ist unten. Anscheinend habe ich die Schalter schon getroffen, aber es hat einfach erst dann funktioniert, als der Drache tot war. Jetzt ziehen wir wieder eine anständige Waffe auf dem Rücken an. Hallo. Ah, Skelette. Sieht aus, als wären das einfach irgendwelche Einwohner hier. So, ich bin jetzt Stufe 50. Zwei Lebenspunkte fehlen. Da ist noch ein Suchender. Da sind zwei Suchende. Fuck. Ah. Wer ist wo? Hier ist niemand. Wow, aua. Wow, aua. Oh, so ein größeres Skelett. Das festhält. Das sind nur zwei größere Skelette, wenn ich das richtig sehe, die ineinander glitschen und festhängen. Ist das ein Skelett mit dem Bogen oder hat er sein Schwert einfach schon gezogen? Ne, ist doch nur einer, der sehr gewackelt hat. Okay, ich würde aber nach den Skeletten nochmal aufs Schiff gehen. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich habe doch irgendwie geschafft, schon Stufe 50 zu erreichen. Ohne den Drachen besiegt zu haben. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass ich auf dem Spielstand noch nicht mit Pedro geredet habe. Das machen wir nochmal fix. Ich kenne eine Teleportrune zu meinem Schiff. Speed, I am Speed. Huch, wo kommt denn der her? War der schon immer da? Ja, ja, laber nicht. Ich bin gestolpert, aua! In meinem Gesicht gelandet. In meinem Gesicht auf dem Boden gelandet. Hab mir weh getan.
Genau, die Drachenleiche liegt da immer noch, falls man die Drachenschuppen das Blut braucht. Dann kann man sich bei Bennett noch ein Drachentöterschwert herstellen. Das sind alles nur Anti-Softlock-Maßnahmen. Aber wenn Bennett nicht dabei hat, hat man ein Problem. Die Erde bebt. Na Jungs, auf dem Schiff alles klar? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Müde? Es geht schon. Okay. Irgendwann muss das versuchen. Warte mal. Alles im Lot? Gibt's da oben noch mehr Orks? Okay, ich rede einfach nur mit allen durch. Komm erst zu mir, wenn du ein Problem hast. Ach ja, es wäre besser, wenn... Okay. Da waren nochmal 300 EP versteckt. Hey, du. Hier waren nochmal 190 EP versteckt. Ich habe den Verräter Pedro gefunden. Dann bringe ihn hierher. Okay, ja, das hatten wir schon. Hilf mir, ich bin besessen. Nimm diesen Trank der Erlösung, doch denke immer daran. Nimm diesen Trank, aber denke immer daran. Heile mich. Adanos, segne diesen Körper. Auf das. Leider nicht der Dubstep. Aber vielleicht ist Vatras ja der Eurobeat-Mage. Vielleicht werde ich von ihm mit Eurobeat gesegnet. Außer die Anfangsbuchstaben müssen übereinander passen. Hey, du. Was gibt's denn für eine Musikrichtung mit V? Wie geht's meinem Schiff? Alles in Ordnung. Die elenden Orks sollen ruhig wiederkommen. Hey. Fast unmöglich, seinen Geldbeutel zu stehlen. Hey. Alles im Griff? Noch so einen Ork-Angriff für... Auge nochmal aufladen. Guter Plan. Gut, dass ich hier bin. Ich habe einen Ring der orkischen Kriegsherren. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Okay. Hier hast du ihn. Danke. Oh. Also eigentlich müsste ich dich dafür bannen, Frankie, weil das ist gerade hart Backseat Gaming gewesen, aber danke für den Tipp. Gut, dass du mich daran erinnerst. Sonst wäre ich wahrscheinlich nochmal hierher zurückgerannt. Das frisst sie aber auch durch meine Drachenherzen. Ich dachte, ich könnte die vielleicht verkaufen. Keinen Ultimate-Tisch on the go haben kann. Durch den das. Oh, ich wette mit dir. Der Suchende stand ja vor der Eingangstür. Also ich würde nicht drum wetten, aber ich bin mir recht sicher, das würde sich anbieten. Der Suchende stand ja vor so einer Eingangstür bei dem Turm, dass in dem Turm ein Ultimate-Tisch ist, dass man direkt nach dem Drachen sein Auge wieder aufladen muss, ohne aufs Schiff zurückrennen zu müssen. Okay.
Habe ich einfach mal gedrückt, den Schalter. Weil es ist ja auch kein Alchemietisch. Was mache ich denn? Vielleicht auch kein Alchemietisch, genau. Wieso ist denn da ein Schalter? Wieso sieht man den nicht? Ob man alle Schalter im Spiel mit Pfeil und Bogen hätte aktivieren können? Sehr interessant rauszufinden. Oder nochmal zu überprüfen. Ist ja noch ein Suchender? So angenehm, dass die Liedrinden dich hier nicht abbrechen. Ah ja klar, ich habe jetzt 100% Chance, dass sie nicht kaputt gehen. Habe ich die Brücke gerade geschlossen? Nee, keine Ahnung, was ich gemacht habe. So, dann werfen wir mal einen Blick in die Residenz. Da müsste dieser Archon, oder wie er hieß, sein. Er hat die ganzen toten Skelette schon... Haha, sie waren auch schon vorher tot. Jemand hat die ganzen Skeletthaufen beseitigt. Warum stehen denn hier Paladin-Rüstungen? Warum ist da... da ist ein untoter Paladin. Deswegen steht da eine Paladin-Rüstung. Archol, da ist er. Schön einfach. Schlüssel des Archol. Nochmal jede Menge Geld. Was soll man denn Geld machen will? Da ist nichts, nichts zu plündern. Nichts zu da ist nichts, nichts zu plündern. Okay. Ach, da waren noch mehr. Ich habe irgendwie nur geschafft, einen Teil des Raums zu triggern. Böse besiegt. Ja, gewonnen. Ab nach Hause. Hey Leute, ich glaube, wir haben alles besiegt. Wir können zurück mit dem Schiff. Das habe ich mir für einen Tagebucheintrag gemacht. Ich habe so etwas wie einen Tempel gefunden. Er wird von einer Unmenge von untoten Wesen bewohnt. Er wird mich alles verdammt an diesen elenden Ork-Tempel des Schläfers. Diesmal werde ich nicht versagen. Diesmal nicht! Noch ein Feuerdrache. Solange habe ich den Biester satt. Das ist eigentlich, was ich will, ist über den Abgrund zu kommen, der sich hinter dem Feuerdrachen auftut. Hält einfach keinen Bock mehr. Hallo? Berserker-Axt. Hier ist ein Alchemietisch, glaube ich. Ah ja. Weißt du Bescheid? Ja, hier ist ein Alchemietisch. Rezept? Was ist denn für ein Rezept? Oder ist das ein Rezept für eine Apotheke? Erstmal eine Spitzhacke wegwerfen. Rezept. Ich habe eine sehr alte Kunst ins Leben zurückgerufen. Hatte der können. Held jemals Bock? Ich glaube nicht. Ich glaube, von Anfang an wollte er einfach nur raus aus dem scheiß Minental. Und ich sah das dann so, hey, jetzt mach noch mal das hier. Ich habe eine sehr alte Kunst ins Leben zurückgerufen können. Ich fürchte, dass Feodaron von meinen Ergebnissen nicht sehr erbaut wäre. Ist das nicht der Drache gewesen? Ich sehe so schlicht und ergreifend, dass ich seine gesamte Brut in meinem Labor zu einem Trank verarbeiten müsste. Ha. Wenn er nicht ständig auf seinen Eiern sitzen würde, wie ein Huhn, hätte ich schon längst ausprobiert. Aber von seinem Odem habe ich noch ein wenig Respekt.
Im Barlaf hergast du 10 Dracheneier, eine zerriebene schwarze Perle und einen Prise Schwefel. Die Emulsion wird zum Kochen gebracht und anschließend unter ständigem Rühren durch den Destillator getrieben. Das Exil wird vorsichtig zu verwenden. Es hat schwer Nebenwirkungen. Das gesamte Mana-Haushalt wird durcheinander geraten. Mana-Haushalt? Pff, als ob ich Mana brauche. Jetzt bräuchte ich meine ganzen Dracheneier dem. Fuck! Ich glaube, mir fehlt ein Drachenei. Ich glaube, ich habe nur 9 in der Höhle eingesammelt. Warum kletter ich gerade? Okay. Da ich meine ganzen Eier an. Ich habe sogar nur 6. Tja, vercaked. Hätte sie nicht alle Bennett geben sollen. Aber was wäre, wenn. Nee, es ist ein neuer Bennett, der hat die Dracheneier gar nicht mehr dabei. Würde mir nichts bringen, ihn zusammenzuschlagen. Vielleicht gibt es ja auf der Insel noch mehr Drachen. Hätte mich schon interessiert, was das wäre. Bestimmt plus 10 auf alle Werte. Wer zieht denn hier seine Waffen? Was seid ihr denn? Untote Orks. Ja, das ist sehr Schläfertempel-like. Schläfertempel-Flashbacks. 3. Da fehlt einer da. Dumm. Dumm. Trank. Schwerer Zweihänder. Dragonjäger Armbrust. Was ist hier los? Eine Sonne. Wow, warte, von wo kam ich? Von hier. Gut, dann machen wir einfach dem Uhrzeigersinn nach. Im Uhrzeigersinn. Der ist hier runter. Coole Lichter, yo. Der lebt ja noch. Noch. Kurios, ich dachte, das ist ein Gegner. Excuse me, wer bollert denn hier rum? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Das hört ja gar nicht mehr auf mit dem Bollern. Nur ein Stummbringer. Ja, wer. Der Schlüsselmeister. Du bist gekommen, um mich und mein Werk herauszufordern. Du wirst versagen. Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Es ist noch niemandem gelungen, meine Charakter zu überwinden. Kehre um, denn auch du wirst die heiligen Hallen von Irduat niemals erreichen. Das werden wir ja sehen. Schlüssel des Schlüsselmeisters. Noch ein Schlüssel für meine Schlüsselsammlung.
Okay. Dann wäre der nächste Gang der da. Tot. Ah, okay, jetzt ist da unten das Tor aufgegangen. So, als nächstes da lang. Rotes Licht. Zombies, die mich schon gesehen haben. Wow, wow, wow. Also Zombies sind so wie die schwächsten Gegner im Spiel gewesen. Also weil sie von ihrem Attack-Pattern nichts drauf haben. Haben sie jetzt wieder einen Schlüsselmeister? Ne? Warum ist denn da die Fackel aus? Okay, es sah aus wie so eine Schalterfackel, wie wir sie bei den orkischen Kriegsherren hatten. Ach, oh nein, Goblin-Skelette. Was soll ich nur tun? Uff, wie peinlich. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nicht, da ist nichts zu plündern. Was? EP-Farm? Unendlich XP-Exploit confirmed? Da ist nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nochmal! Nochmal, sage ich! Schade. Eins. Zwei. Drei. Ah, Giftgas. Dann halt nicht. So. Da ist zu. Gehen wir als nächstes hier rein. Wieder Zombies. Gar nichts. Very suspicious. Schlüsselmeister? Auch nicht. Merkwürdig. Gut, dann als nächstes in das nächste, was hier eine Tür sein müsste. Schalter 1. Schalter 2 und unten das Tor geht auf. Ja. Dann das nächste. Ja, Orks. Schade, ich weiß nicht. Ich habe mich slightly erschreckt tatsächlich. Nichts zu wollen. Ja. Funny. Oh, hier ist auch ein Tor. Das macht das Ganze noch kurioser. Dann frage ich mich, wo da der Schalter dazu ist. So, und das nächste müsste da sein, wo ich hergekommen bin. Ja. Gut, dann schauen wir nochmal hier rein und jetzt gucken wir, ob unten das Tor auf ist.
Nee. Ist das zeitlich begrenzt? Oder kann immer nur gleichzeitig ein Tor offen sein? Ja, ich habe gehört, dass ein anderes sich geschlossen hat. Da, da. Da, 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 da. Hey, es ist... Und schon wurde Schattenlord Archon zu einem normalen Gegner degradiert. Batman. Wieder Giftgas, wenn ich hier drauf drücke. Nee, da geht vielleicht was auf. Noch ein Schalter. Gut. Das war gar nicht unknapp. Erstmal springen. Ja, 10.800 Erfahrungspunkte noch für ein Level Up und die 1.000 Lebenspunkte. Gut, dann denke ich, muss ich vielleicht alle vier Schalter hier hochholen. Oder das sieht so aus, als wären es fünf Schalter. Machen wir als nächstes das hier. So, dass man sich in den Sequenzen bewegen kann. Aber hier unten mal Schattenläufer-Skelett. Zombies. Da habe ich schon mehr Angst vor dem, was jetzt auftauchen wird, wenn ich hier drauf drücke. Und dann. Ich habe gelogen, es sind auch nur Zombies, habe ich nicht wirklich mehr Angst vor. Du bist so eine Ewigkeit in so einem kleinen Raum eingesperrt und wartest nur darauf, dass ein Abenteurer da kommt. Und da drauf drückt. Oh nein! Ich wollte lustig sein. Was habe ich getan? Nein! Oh Gott, ich bin verbuggt. Nichts passiert. Noch einer. Und da werden hier jetzt wahrscheinlich wieder auch welche auftauchen. Ihr E-Soft lockt. Ja, ist ja nichts Neues in Gothic. Da ist und so. Da setze ich dann auch hemmungslos den den Debug-Modus ein, weil. Nee. Wenn das so leicht passieren kann hier. Ist ja auch wieder Tore zu.
sie jetzt mit den Schaltern hier öffnen kann. Ja, Idee bestätigt. Lasst mich doch mal in Ruhe hier rätseln, ihr Skelette. Was machen wir denn jetzt hier, dass wir nicht vergast werden? Rechts oder links, aber die goldene Mitte geht vor. EP-Farm. Ich sterbe hier vor Farm. Okay. Probier es nochmal, um zu schauen, ob da einfach nochmal zwei Skelette auftauchen. Voll in der Mitte. Rechts. Vor links. Ha! Hilfe! Erstmal sich reich an Knochen farmen. So, jetzt könnten wir das hier machen, bis ich Stufe 51 erreicht habe. Tatsache. Ich weiß noch, als Gothic 1 solche Rätsel hatte, da haben die Gegner einfach aufgehört zu spawnen, wenn man es falsch macht. Hier wohl nicht. Wie viel fehlt mir noch? Wenn ich 400 EP pro Gegner bekomme, möchte ich das noch so 2, 3, 4, 5, 10 mal machen. Habe ich nicht unbedingt Lust drauf. Also probiere ich hier nochmal eine andere Kombination. Nicht, da ist so. Nichts zu holen. Okay.
Oder sterbe ich jetzt? Uhuhu, knapp. Da haben wir mal einfach links, Mitte, rechts. Das war auch falsch, aber zumindest habe ich es probiert. Hinweise gibt. Hä? Jetzt habe ich doch nur zwei aktiviert. Verstehe einer das Rätsel. Rätsel setze ich auch mal in Anführungszeichen, weil es momentan einfach nur rumprobieren ist. So, Keule Mitte. Links. Rechts. Aha, hau die Leichen. Nichts zu holen. Vergessen, dass hier noch Zeug auftaucht. Yeah! 1000 Lebenspunkte! Oh yeah, baby! So, für das andere. GG. Danke. Alle Ziele erreicht. 100 Stärke, 100 Geschicklichkeit, Level 50.000 Lebenspunkte. Meinem 100% Run steht nichts im Weg. 100 auf Nahkampf, Einhandwaffen. Strange. Ich glaube, irgendjemand hat mich durch die Wand gesehen. Hab halt damit gerechnet, dass hier neue Goblin-Skelette ankommen. Verkackt. Was hatte ich denn eben oben gemacht? Das war Mitte, links, rechts. Kann man da jetzt wieder so oft den Einschalter getätigt hat. Huch, was ist das denn jetzt hier? Kurios. Sind die Spawns von den Goblins gewesen?
Irgendein Hinweis hier? Wow. Die Partikel momentan. Ist alle ein bisschen crazy. Umgekehrt, Mitte, rechts, links. Betätigt die alle einfach einmal. Halt, hier werden jetzt auch wieder Gegner sein. Fuck. Lass mich frei. Let me go. Let me go. Nichts zu holen. Dann drücke ich einfach mal noch die restlichen Blöcke hier. Welche Waffe hast du eigentlich am häufigsten? Wo bin ich denn? Welche Waffe ich am häufigsten habe? Das ist eine lustige Frage. Wahrscheinlich irgendeine Ork-Waffe. 191 Echsenschwerter? Das ist schon eine gute Zahl. Ich glaube, die gewinnt auch. Echsenschwerter. Das heißt, ich habe 191 Echsenmenschen umgelegt. Du Scheiße. Bin ich eigentlich von irgendeiner Tiertrophäe über 1000? Ja, 10, kommen mit 806 ziemlich nah ran, aber. Und 882 Krallen. Aber nichts über 1000. Da war was mit 300. Von Waffen? Ach, schwere Äste wahrscheinlich. Schwere Äste könnte ich mir vorstellen. Ja. Die ganzen Goblins und wenn ich und viele NPCs und wenn ich NPCs zusammengeschlagen habe und dann nochmal zusammengeschlagen habe, haben sie meistens schwere Äste als Ersatzwaffen. Viele Banditen hatten auch schwere Äste direkt dabei. So, Schlüsselmeister, ich habe gewonnen. Glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Gut aus. Wow. Wow. Hallo. Aua, 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 aua.
Nein, ich will meine Heiltränke nicht wegwerfen. Ha. Aua. Warum seid ihr so rude? Glaube ich nicht. Wo? Wer ist wo? Lüge. Ist das der Feuerregen? Okay, nee. Ich glaube, der hat mich gerade einfach geschlagen. Aua. Ich weiß, dass wenn die manchmal ihr Ziel nicht treffen können, Feuerregen casten. Was da vollkommen OP ist. Steht denn da hinten? Irgendein Glatzkopf? Ach, und von Schwarzmagier. Erstmal die Seiten noch einmal durchsuchen. Rot blinkende Spruchrolle. Wer sagt das denn? Oh, die ganzen Wände hier sind bekritzelt. Das sind wahrscheinlich wieder Bücher, die ich nicht lesen kann. Ja. Aber hier könnte ich mir noch mal Runen herstellen, wenn ich es brauche. Folterraum, wenn ich das hier richtig sehe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Der hat wahrscheinlich der Schwarzmagier dabei. Schon was Neues in meinem. Tagebuch. Die wollen auf jeden Fall nicht, dass einem die Tränke ausgehen. Okay. Der sieht ein bisschen aus wie Korkalom. Der Schwarzmagier da, noch ein Folterraum. Ist hier der Schlüssel? Nicht, dass ich sehen würde. Hallo, na, willst du mit mir reden? Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Ja. Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Mach doch, verstehe. Probier. Noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Okay. Ja.
Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Wo der gerade gesagt hat, ein Wanderer zwischen den Welten. Wie geil wäre es denn, wenn irgendwann ein Piranha Bytes RPG rauskommt? Und da kommt dann raus, dass die Geschichten von Gothic, Risen, Elex, alle zusammenhängen. Vielleicht sogar Arcania. Und alles, die alles irgendwie miteinander zu tun hat. Das wäre schon ziemlich mind-blowing, aber sehr unwahrscheinlich. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Ich fühle mich beklemmt. Ich habe noch nicht mal was gesagt. Schluss mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Okay. Dein Augenlicht wird schwinden und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Er will mich blind machen. Ende. Aua. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, stimmt, der hat mir auch irgendwie mein Leben halbiert oder so. Du bist du? Ich, nur ein Wort von mir. Warte mal kurz, und schreibe ich dir meinen Teil. Du wirst ewig dem Wahnsinn verfallen. Okay. Verstehe. Schluck ein. Easy. Einfach schnell genug sein. Wie er Kohle dabei hatte. Ja, der hat mein Leben einfach komplett halbiert. Ey, Elixier Stärke. So, Brief des Schwarzmagiers. Ah da, Schriftrolle des Schwarzmagiers. Kadosh Enem Kada, das Auge der Macht erleuchtet deinen Weg. Das Auge der Macht? Innos Auge? Also hier, das Auge Innos, you know? Womit denn? Weiß ich nicht, mit dem Schlüssel vielleicht. Die Erde bebt. Vielleicht ist es einfach nur mein Herz. Wacholder, Elixier, Mana, Weckristall, Gold, Auge der Macht. Ah. Kadosh MM Kadar, öffne dich. Sesam. Wach, 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 wach. Hier ist ja gar nichts. Ein leerer Raum. Oder ein Labyrinth. Nee. Einfach nur eine komische Wand. Ah, ja. Die Kindheitserinnerungen kommen zurück. Und das ist der Boss, der mir immer im Kopf geblieben ist. Das Einzige, woran ich mich noch richtig gut in Gothic 2 erinnern konnte. Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon, tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe
ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Ja, ja, ja. Habe ich nicht die Zeichen klassisches Bad Guy Gelaber so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? Haben die Dracheneier etwa nicht dazu beigetragen, dich zu rüsten, um zu mir zu gelangen? So sehr du dich auch abwenden und winden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Nee, für diesen Frevel wirst du sterben. Der habe ich Saturas gegeben. Wer bist du? Das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ja, und toter Drache steht in deiner Textbox. Ich trage keinen Namen. So wie doch, du keinen toter Namen Drache trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer. So wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Ich. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt. So wie auch deine Hand den sicheren Tod bringt, Drachenjäger. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Verstehe ich gar nicht. Wer ist er? Habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Niemand. Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Will ja? Aber da hätte er ja einen Namen. Wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen. In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Du kannst seinen Ruf hören. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkrochen bist. Du bist doch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Deine Gebeine werden mir dienen, um der Welt den Atem des Todes zu bringen. Soll du mich nicht durch den Boden glitscht? Ist das die Bosskampfmusik? Die ist ja richtig episch. Okay. Aua! Gleich wechsle ich auf meine... Wow, was für eine coole Animation. Weil ich Akrobatik habe. Gleich wechsle ich auf meine Armbrust. Der heilt sich. Kann ich auch. Achso, der Drache ist gerade gestorben und mein Held läuft jetzt hin, tritt gegen den Kopf, hebt das Schwert und versucht zuzuschlagen, wird aber von einer Druckwelle weggeschubst. Und ein Licht entsteht und es ist Xardas. Der Held so, Xardas, was hast du hier? Und Xardas, Gigi. Stopp. Und Xardas wird zum Dovahkiin und... Der Geist des Drachen entsteht dem Drachen und fließt in ihn hinein oder durch ihn hindurch. Und nur noch das Skelett bleibt zurück und Xardas ist weg. Und der Held kräuft sich verwirrt am Kopf, zuckt mit den Schultern und geht. Husch! Was mache ich denn hier? Ende. Ich will nur mal schauen, was da oben jetzt ist.
Das war aber jetzt ein leichter Drachenkampf. Ich glaube, das lag an der Rüstung und der Waffe. Und dass ich nicht so viel rumgeschubst wurde. Das war ja das, was mich am... Ah, der liegt hier ja noch. Was mich am Eisdrachen so abgefuckt hatte. Aha, Drachenblut, Drachenschuppen, Seelenstein des untoten Drachen. Uiuiuiui. Seelenstein, was kann man denn damit machen? New Game Plus. Nichts. So, ich glaube, ich jetzt irgendwie nicht daran erinnern, dass noch groß was kommt. Schauen wir mal. Wo Credits? Huch, Diego? Hey, du. Es ist vorbei. Wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Wie hast du es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Wenn du das sagst? Was wirst du nun tun? Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Korinis zurückkehren. Oh, vielleicht übernehme ich ja auch einfach nur Bromors Geschäft. Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Geh nun zum Kapitän und lass uns hier verschwinden. Warum stand hier Diego rum? Diego, ich trau dir nicht. Warum glitzert's da unten? Was hast du hier getan? Oder kommen jetzt meine ganzen Kollegen, treffe ich jetzt noch auf dem Weg und sag ihnen, lass uns zurückgehen. Und wir gehen alle zusammen, schlendern wir zum Schiff zurück. Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn die jetzt hier verteilt auf dem Weg zurück noch stehen würden und alle nochmal so ihr den Endspruch sagen. In der Anlage stehen, als ob sie was getan hätten, als ob sie zum Sieg beigetragen hätten. Hust. Was sie überhaupt nicht haben. Gott, ist das dunkel hier. Ah ja, schau mal, Milton. Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Mach dir dann eine Suppe? Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Ja, ja. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Hab ich schon. So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Tja, das weiß ich auch. Protagonistenpower. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Fehlen noch Lester und Gorn. Da ist der Lester. Liegt der Drache noch da? Ja. Wir sind hier bald wieder weg. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Wie hast du das angestellt? Und ich habe den Feind vernichtet. Es muss etwas sehr Mächtiges gewesen sein. Was war es denn nun genau? Ein untoter Drache. Hoffentlich passiert so etwas nie wieder. So viel Sumpfkraut gibt es gar nicht, wie ich jetzt gerne rauchen würde. Immer diese Kiffer. Nichts zu plündern. Zu dem Drachen hier habt ihr nichts zu sagen? Den habe ich ganz alleine gekillt. Der hat mich hier mehrmals durch den Boden geglitscht. War ziemlich episch. Und schiebt von ihm. Oh, da sind noch Dracheneier. Wenn das jetzt 4 Stück sind. Oh, das sind sogar mehr. Das hätte für so einen coolen Trank gereicht. Das schauen wir uns auf dem Schiff noch an, was der macht, wenn nicht instant ein Outro läuft und ich tatsächlich noch mit Jorgen reden muss.
Aber was ist denn mit Gorn? Wollte er nicht verstehen. Nee, Moment. Meinst du, den habe ich übersehen und bin an ihm vorbeigelaufen? Ah, nee. Ah, nee, das ist jemand ganz anderes. Das ist Lee. Das ist der Lee. Hey, du. Wir können jetzt wieder. Erst so sein Geldbeutel klauen und von ihm getötet werden. Sehr gut. Dann sagt dem Kapitän, dass er ablegen soll. Du bringst mich doch noch zum Festland, oder? Ja, klar. Ja. Du kriegst noch deine Chance, den König zu killen. Rauskommen. Dann kann ich dem König endlich meine lang ersehnte Aufwartung machen. Ich habe lange darauf gewartet. Was meinst du? Sollte es sich am Ende doch noch bezahlt gemacht haben, Geduld zu bewahren? Geduld und die passenden Argumente. Ja, ohne ein bisschen Waffengewalt geht es nicht. Es war mir eine Ehre, mit dir in die Schlacht gezogen zu sein. Mögen sich unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Warte mal. Du mieser kleiner Dieb. Was? Aber Lee, wir haben es geschafft. Wir können zurück zum Schiff. Es war nur ein Spaß. Du willst doch jetzt nicht. Hilfe, Leute, die bringt mich um. Wir sprechen uns noch. Ah! Wo sind denn die anderen? Haben die sich schon zum Schiff geportet? Wir sprechen uns noch. Ich glaube, die haben sich schon zum Schiff geportet, weil ich zu weit weg von ihnen weggegangen bin. Und die nur so. Lass in Zukunft. Jetzt habe ich ja Frauen dafür bekommen. Sachen, klar? Jetzt habe ich Erfahrung dafür bekommen, von die zusammengeschlagen zu werden. Was? Das ist aber nicht nett. Habe ich mein Geld noch? Ja. Achso, meine Amulette und. Ne, warte. Warum ist jetzt zu wenig Stärke? Achso. Kannst du eine Fell drüber auf den Boden werfen? Weil er in deiner Party ist und dich gekillt hat, dieg ich. Ah, und ich dann, und ich hab 510 Erfahrungspunkte gebracht. Das ist ja funny. Das ist tatsächlich sehr lustig, wenn das so ist. Warte mal. Verfluchter Dieb, für dich habe ich nichts mehr übrig. Was? Damit wird dich Lee nicht davon kommen. Er spricht von sich selbst in der dritten Person. Lee, du bist possessed. Ich muss dich retten. So. Damit wird dich Lee nicht davon kommen lassen. Mana. LOL. Warte mal. Wir können jetzt wieder aufbrechen. Der Feind ist tot. Sehr gut. Dann sagt dem Kapitän, dass er ablegen soll. Mögen sich und. Warte mal. Lee, du bist fast tot. Warte mal. Hier, nimm den Heiltrank. Das hat einfach nichts mehr geheilt, quasi. Schade, ich hätte gedacht, dass wir nochmal Gorn auf dem Weg zu treffen. Oh, ich habe ihn tatsächlich verpasst.
zweimal mal bei uns auf dem Schiff ist. Ah, da ist er doch. Du bist beim Schiff geblieben? Klar. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Was passiert denn jetzt noch? Gar nichts mehr. Ich will nach Hause. Nach Hause? Wo ist das? So wie ich dich kenne, gibt es so etwas für dich nicht. Welches Bett auch immer ich finde. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir stürmen die nächste Taverne und werden uns erstmal sinnlos besaufen. Und schauen dann, wo wir aufwachen. Vielleicht. Hey, komm wieder runter, Mann. Es ist vorbei. Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Sag dem Kapitän, er soll das Schiff klar machen. Okay. Erstmal schlafen gehen. Patras, es ist geschafft. Erstmal nicht mehr dieses Drachenei-Elixier. Das Auge Innos könnte ich theoretisch auch wieder aufladen. Wow! Okay. Ja, weg den Scheiß. Erstmal ein paar Drachenbabys getrunken. Gott, ich sehe gar nichts mehr. Wo ist das Bett? Hilfe! Ich hab doch schon die Grafik, die Helligkeit hochgestellt. Wieso sehe ich immer noch nichts? Wir können jetzt mit dem Schiff ablegen. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde auf dem Felsen hier verrotten. Du übergibst jetzt das Schiff mit sofortiger Wirkung wieder an mich. Nein. Noch sind wir nicht in Korinnes. Und ehrlich gesagt bin ich auch nicht so scharf darauf, wieder in Korinnes einzulaufen. Ich war dort jetzt schon lange genug. Ich habe mir schon sowas gedacht. Das ist aber weder der Ort noch die Zeit, das zu klären. Unterhalten wir uns auf See nochmal darüber. Was soll's. Ich freue mich trotzdem, dich wieder heil an Bord zu wissen. Wenn du auch ein Schlitzohr bist, hast du doch zu guter Letzt im Sinne der Rechtschaffenheit gehandelt. So, eben. Jetzt geh zum Kapitän und lass ihn das Schiff wieder hier heraussteuern. Ich dachte schon, ich müsste ihn umlegen. So, der letzte Kampf an Bord. Matras, es ist geschafft. Wach auf. Wach auf, Mann. Schüttelt ihn so. Verdammt, was ist denn los? Es ist geschafft. Ich habe es geschafft. Ich weiß, ich spüre okay, es. Toll. Du hast Belia einen Schlag versetzt, der ihn noch einige Zeit beschäftigen wird. Kann ich mich jetzt zur Ruhe setzen oder habt ihr Magier noch eine Leiche im Keller, die von dieser Welt vertrieben werden muss? Das Böse findet immer einen Weg, auf diese Welt zu kommen. Der Krieg wird niemals enden. Nur Adanos Gothic MMO steht zwischen den streitenden Göttern, um das Gleichgewicht zu erhalten. Er hätte mir mal lieber helfen sollen. Das hat er. Dessen kannst du dir sicher sein. Sag nun dem Kapitän, dass er so schnell wie möglich ablegen soll. Die momentane Ruhe kann trüben. Bennett, wach auf! Wir haben hier alles erledigt. Freut mich zu hören. Ich kann diese olle Schmiede nicht mehr sehen. Ich brauche wieder festen Boden unter den Füßen. Oh, Lee erstmal am Pennen. Mit dem Leben hat er es aber auch nötig gehabt. Ach, so. So, dann gehe ich gleich meine Punktzahl ausrechnen, denn ich glaube, wenn ich jetzt mit dem Schiff zurückfahre. Warte mal. Dann
gibt es tatsächlich Credits. Ein Gott. Leute, Hilfe! Will mal schauen, ob die tatsächlich mir helfen, wenn Lee mich zusammenschlägt. Na, mach schon. Ja, Mann, Bennett, zeig's ihm! Na, mach schon. Ja, so ist gut. Lee gegen Bennett, wer gewinnt? Alter. Lass in Zukunft die Finger von meinen Sachen, klar? Bennett hat dich aber gar nicht bestohlen. Oha. Danke für... Hey, du. Verfluchter Dieb, damit wird dich... sag mir das nochmal, das ist ein toller Satz. Verfluchter Dieb, für dich habe ich nichts mehr übrig. Damit wird dich Lee nicht davon kommen lassen. Du bist Lee, verdammt nochmal. So, aber einen Schritt davor muss ich noch machen. Bevor das mit der Punktzahl passieren kann. Wenn ich die ja alle aufmachen, weil die sind bei weitem nicht so viel wert, wie ich Gold rausbekommen würde. Wenn ich sie verkaufen würde. Und dann werde ich alles verkaufen, außer das, was ich am Leibe trage. Vielleicht sogar das, was ich am Leibe... Vielleicht verkaufe ich einfach alles, was ich habe, außer mein Gold. Und das ist dann meine Punktzahl. Wie in alten Arcade-Spielen, wo man dann mit drei Buchstaben seinen Namen einträgt. Tsching! Kacking. Kacking. Stefan Matt. Kaching. Versuch's mit K und A-T-S-C-H. I-N-G. Vielleicht kann Stefan das aussprechen. Katschung. Katschung. Katsching. Ja, ich glaube, das kriegt er besser hin. Tabak. Oh, den Bike waren mal 300. Pilztabak. Oh, und ein Ring war da auch drin. Ich habe nochmal Kerolots Lederbeutel. Okay, aber den kann ich nicht benutzen. Der ist auch nichts wert. Also irgendein besonderer Ring mit einem Namen drauf. Erstmal mein Erkennungszeichen dann gleich verkaufen. Endauswertung. So, wer wird denn der Glückliche? Bennett. Bennett, mein Freund. Schon mal vorbereitet auf das nächste Abenteuer, an dem ich dann nichts ausgerüstet haben werde. Obwohl, ich glaube, man startet mit einem Orkschlechter tatsächlich ausgerüstet, also der 130er-Waffe. Oh, fühlt sich an, wie als ich das Spiel angefangen habe. Bennett, wie viel Geld hast du? Gib mir all dein Geld. Oh shit, ich kann gar nicht mit ihm handeln. Oh, das ist aber nicht gut. Da muss man noch mal zuhören. Hey, du. Katsching.
Okay, ich habe eine Idee. Wir kriegen das hier noch hin. Es kann selbst so sein, dass das Spiel abstürzt. Hat es getan. So. Ich habe eine Idee. Schon wieder abgestürzt. Was kommt jetzt für ein Cheat? Ja, ne? Muss mir nur den die genaue den genauen Wortlaut. Warte, das ist der falsche Spielstand. Heute ist ja richtig cheatvoll dann. Erst in Trackmania. Was hat eigentlich Pedro? Müde? Müde? Ich bin völlig fertig. Leg dich in die Koje. Wir sind bald wieder auf See. Danke, Mann. Ich dachte schon, ich kippe hier nur von der Bank. Gute Nacht. Da rennt er in die Koje. Warte, habe ich Marvel Mode schon an? Okay. So. Das wird sich nie ändern. Man erzählt sich ja so einiges. Ziehen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ja, stimmt. Leg dich ins Bett. Danke. Gute Nacht. Und dann Credits. Das wäre eigentlich perfekt gewesen. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Was brauche ich, ist nicht die Frage. Was nimmst du, ist eher die Frage. Mich fragt ja keiner. Uff. Ich habe einfach nur kurz mal Bennett geklont. Das war 302 Äste. Das war nicht viel, das war nicht über 1000. Sie ist kurz geleckt hat, meine ganzen Tränke. Nein, ich meine deine Szene, ich esse hier nur Pause. Ah, shit! Okay, ja, dann lasse ich das gerade. Ich meine, ich komme hier gerade eh nicht mehr raus. War doch seine Entscheidung. Ich habe das Spiel nochmal kaputt gemacht. Moment. XD3D. Okay. Ich glaube, die Cheatcodes sind nicht so gut. Oh oh. Danke für den Hinweis. Hast nichts verpasst. Es geht direkt weiter. Außer, dass du Bennett hast reden hören. Erstmal hier sterben. So. Also, ich habe nochmal mit Pedro geredet. Das ist müde? Ich bin völlig fertig. Leg dich in die Koje. Wir sind bald wieder auf See. Ach, Mann. Ich dachte schon, ich kippe hier nur von der Bank. Gute Nacht. Und dann rennt der Pedro los. Jetzt rollen die Credits. So. Ja, also. So, ich mach das, wenn ich bei Bennett bin, das ist lustiger. Laut. Ja, das Intro ist immer mega laut. Bennett guckt nur so, hä, bin ich das? So. Erstmal klaue ich seinen Geldbeutel. Ne, das wäre gecheatet tatsächlich. Ich will ja einfach nur. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus?
Was brauchst du? Was brauchst du? Ja, dann legen wir mal los. Blum, 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 blum. 21 Zweilen da. 62 Euro Kriegsschwerter, die nur 4 wert sind. Wow. Maulquaffen scheinen echt nicht sehr zu sein. Die können doch einschmelzen. 174 für 3, das ist halt auch überhaupt nichts. Da sind die, habe ich fast aus den alten Ästen schon mehr herausbekommen. Das sind ja 2 Hände für 8. Ja. 23, 6. Na, die gehen ganz gut. Schwerter, Kampfstab, eine ganze Spitzhacken. Das sind einfach noch genau 302 Gold. Jetzt die Fernkampfwaffen. Diese zwei Beine sind etwas verstörend. 28 Bögen. Ein Pfeil und den Bolzen leckt's kurz. Schwarzes Erz. Hier hast du Heilung der Besessenheit. Da gehen meine ganzen Tränke. Meine Essenz. Bum, 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 bum. Oh, Äpfel. Oder 92 Lauflieder, 282 Eikräuter. Oder noch eine Drachenwurzel. Meine ganzen Rüstungen. Amulette. Das Auge Innos. Hat er auch einfach genommen. Jede Menge Ringe. Runen. Schriftrollen. Kommt auch nochmal ganz gut was zusammen. Schriftstücke, die kaum was wert sind. Und Karten. So, jetzt bin ich bei den Wertgegenständen. Bin auf 72.000. Da war noch eine ganze Menge Fälle. Bergulem, Schattenläufer, Hörner. Markfälle, so Schlüssel, 178 Drachen, Snapperhörner, Skelette, Knochen, Herzen, hier die Steintafeln, Schlüssel, Blatt ins Kopf, der ist ein bisschen angerottet mittlerweile, Stacheln, Fälle, 70 Mainkohlerzangen, 809 Zähne. Boom. 32 Trollhauer, 239 Flügel. Die Muscheln hätte ich an sich auch öffnen können, da hätten Perlen drin sein können, aber zu spät. 882 Krallen. 27 alte Münzen, sollen wir die, wofür auch immer die wert waren? Oder ob die einfach nur Flavor waren? Silberzeug. Eine Schatzkiste. Und damit sind wir fast 100.000. 100.882 ist meine Punktzahl für das Durchspielen von Gothic 2. Nice. So, kann ich jetzt auch aus dem Bildschirm wieder aus dem Gespräch mit ihm raus? Weil er hat aus irgendwelchen Gründen keinen Ende-Button. Was waren's? Moment, kann ich hier noch schauen. 100.882. Yay. So, dann sagen wir dem Captain, dass wir bereit sind, nach Hause zu fahren. Mit unserem ganzen Geld. Und keinem Equipment, vorbereitet darauf, dass wir in Gothic 3 eh alles wieder verlieren. Warte mal. Nicht du, Gorn. Hey, du. Der Feind ist tot. Das sind gute Nachrichten. Haben wir jetzt alles erledigt hier auf der Insel? Ja. Oh, und ihr seht die Sequenz sogar. Und es passt sogar, weil ich mich ausgezogen habe. Xardas. Der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas.
Was genau ist im Tempel von Irdorath passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt. Und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. No. Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest, wir werden uns wiedersehen. Was ist denn mit Xardas? Schön. Nach ca. 100 Spielstunden. Na, ich war. Also in Game waren es glaube ich so 70 Spielstunden. Der Kai Rosenkranz. Seiner verrückten Musik. Bisschen laut, oder? Da, Musik und Sounddesign. Der Kai. Plum. Schön schnelle Credits. Ah, okay, da kommt noch mehr. Tja. Solides altes Spiel. Fand ich gut. War fun. Ich meine, ich saß jetzt eine ganz schön lange Zeit da dran. Mit viel Exploren und viele Quests machen. Aber trotzdem, in meiner Erinnerung von damals, kam es mir länger vor. Aber an sich, ich meine, ich habe irgendwann im Januar dürfte ich angefangen haben. Vielleicht sogar schon im Dezember. Ich weiß gerade gar nicht, wann mein erster Projekttag war. Ja, wenn alles gut läuft und ich nicht faul bin, die VODs für das Projekt wird es auf jeden Fall auf YouTube geben. Wird allerdings ein paar Monate oder Tage, Wochen. Ich werde mir ein bisschen Zeit lassen, die zu releasen. Da kann man sich dann alles nochmal anschauen. Und wenn ich fleißig bin, schneide ich da sogar dann auch noch ein Let's Play-Format zusammen. Ich erhebe meine Stimme ein bisschen, weil die Musik auch gerade lauter wird. Auch wenn das gerade meine Mix-Melodie vom Gothic Soundtrack ist. Erster Manga? Was? Es gibt einen Gothic-Manga? Muss ich gleich mal googeln. Dann steht ja quasi eigentlich nichts Gothic 3 im Wege. Was ich denke, was noch länger dauern wird. Das Hulle-Bulle-Land. Das wäre alles ganz schön schnell vorbei. Wer soll das alles lesen? Ja. www.gothic2.com. Caffeine, Burgers und Cigarettes habe ich da auch gerade noch lesen können. Oh. Wir sind überladen. Dachte ich mir auch gerade. Von dem Gold über Bord werfen.
Finger weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht 100.000 schlecht. Gold! Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Nein! Das Gold bleibt an Bord. Meine Punktzahl! Was nützt das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut. Die Worte. Schön. Hey, du. Ja? Was war das denn? Warum wurde denn jetzt im Screen Hey, du gesagt? Ich höre noch die Musik von dem Tempel. NG Plus. Ja, wünschst du das gäb's? Ja, 66 Stunden, 44 Minuten. Ordentliche Projektdauer. Was ich theoretisch machen könnte, ist, ich könnte ein neues Spiel starten und mir 100.882 Gold geben. Und die Stats vom letzten Mal. Und dann einfach so weitermachen. Und versuchen neu zu leveln. Aber ich denke, die Gegner und alles wäre dann alles sehr einfach. Ich glaube nicht, dass die mit skalieren. Tja. War auf jeden Fall ein lustiges Projekt. Hat Spaß gemacht. Mehr als eins. Aber eins war auch recht kurz. Dann schauen wir doch einfach mal, wie und wann ich mit 3 anfangen werde. Wie gesagt, aktuell stehen 2 Sachen an. Für mich so Pokémon Purpur weitermachen. Das hatte ich ja als zur Release-Zeit schon mal angefangen. Allerdings hat man dann meine Switch erstmal nicht mehr übertragen wollen und dann ist das verloren gegangen. Oder Gothic 3. Oder beides. Aber dafür habe ich eigentlich nicht die Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mit Pokémon Purpur nicht so lange brauchen werde wie mit Gothic 3. Aber ich habe da auch richtig Bock drauf. Allein auf die Welt und ein anderes Kampfsystem. Kann man drüber streiten, ob es besser oder schlechter ist. Und vielleicht dabble ich ja auch mal ein bisschen mehr in Magie. Ah ja, es kann auch gut sein, dass ich zu Gothic 2 immer noch mal wahrscheinlich privat zurückkehren werde. Vielleicht auch irgendwann noch mal Streams, in die Mods reinschauen. Es gibt ja eine riesige Modding-Community. Und da hätte ich an sich auch mal Interesse. Aber wie immer ist die Zeit, die Probleme macht. Ich bin jetzt erstmal einfach froh, durch zu sein. War ein cooles Projekt. Danke, dass du dabei warst, Frankie, für den Großteil davon. Vor allem die späteren 2/3 warst du immer regelmäßig da. War immer cool mit dir. Bisschen jemand zu haben, der auf die Sachen reagiert und mit dem man drüber reden kann. Tja. Danke auch an Plaru, der am Ende von Gothic 1 dabei war und in der Gothic 2 Blutkelch-Folge, was das Schlimmste war. Das waren meine Special Thanks. Ja, für heute mache ich hier Schluss. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Stream sehen. Wie schon gesagt, schaut mal auf YouTube vorbei. Da bin ich momentan ein bisschen am Aufräumen, dass es ein bisschen übersichtlicher aussieht. Ein bisschen an Playlists erstellen, die VODs erkennbarer machen. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao. Bye, bye.